Also wir laden ein die besten landwirtschaftlichen Produzenten und laden alle Köche aus der Region ein zum Kochen. Was bin ich genau? Also ich bin Wirt, bin ich eigentlich, oder? Wirt ist so, das ist so meine Antriebsfeder und ich auch so, wie soll ich sagen, nachdem ich mich Zeit meines Lebens orientiert habe, oder? Was ich als Wirt mache. Wirt heißt Gast geben. Mhm. Gast geben bedeutet, oder, das in allen Bereichen, oder? Und dort geht es darum, oder, wie sieht man seine persönliche Rolle da drin? Und eigentlich wollte ich das immer machen und mir war das Jahr immer wichtig, dass das Jahr auslastet ist. Also quasi nicht ein reiner Winterschwerpunkt haben, sondern dass ich auch im Sommer sehr viel zu tun habe. Und hier groß geworden schon? Da groß geworden, ja. Also ich bin da aufgewachsen, also meine Eltern sind schon da gesehen, oder? Ja. Und ich dann auch. Und eigentlich war das eine ganz schöne Zeit, und man hat, wenn man jung ist und da aufwächst, oder, entwickelt man auch eine Freude für das Ganze, oder? Und wir haben halt hier eine riesen Freude gehabt damit. Und jetzt Hotelier zum See und Gastwirt und Caterer, wie es mal war, das waren alles tolle Zeiten. Damit, mit dem Catering, habe ich einfach den Winter ausgeglichen. Und das Catering hat mir eine ganz, ganz tolle Bühne. Und Sie wissen, im Leben gibt es einfach, ich weiß nicht, ob es Zufälle sind oder ob es einem zufällt, aber irgendwie habe ich halt die Chance bekommen, zum Beispiel auch in der Formel 1 zu catern. Eine Chance gehabt, BMW in die Formel 1 zu begleiten und haben das dann 10 Jahre lang gemacht. Also die gesamte Zeit, wo BMW in der Formel 1 war, war ich der Caterer und war dort verantwortlich quasi im Paddock für die BMW-Leute, also quasi für die ganzen Mitarbeiter von BMW, für die Sponsoren und für die VIP-Gäste, die im Fahrerlager waren, mich um die zu kümmern. Die Rote Wand war früher immer bekannt. Ja, gut essen, Schlittenfahren, Fondue, dann hat es eine Bar gegeben bei uns, da war immer was los und dann das Hotel. Und irgendwann hat es einfach so eine Dynamik, wo ich gesagt habe, okay, jetzt müssen wir ganz stark den Fokus setzen, dass wir unser Hotel nach vorne bringen, dass wir im Restaurant wieder gut werden, diesen alten Namen zurückholen, dass wir gut sind, wenn wir in Lech ist, dass wir die Rote Wand zum Essen gönnt. Und das haben wir dann in einer ordentliche Konzentration gemacht und einfach die Schritte gesetzt. Oder zuerst den Wellnessbereich, damit wir für den Sommer attraktiv sind. Dann das Restaurant, dann die Küche nach oben gebracht. Oder? Und einfach versucht, diese Schritte zu setzen. Und dann im Jahre 2015 haben wir dann das Schulhaus eröffnet und mit der Eröffnung des Schulhauses haben wir eine ganz neue Dimension erschlossen, weil mit dem Chefstable sind wir doch in eine Richtung gegangen, wo wir sehr urban sind, wo wir sehr international sind, wo man auch Beachtung findet. Das Konzept gibt es nicht, hat es in Europa in der Form gegeben, in Paris beim Robuchon, aber abgeänderter Form. Aber in der vollen Konsequenz gibt es in Japan, oder? Dort ist das so. Und in New York, Chicago und so hat es ein paar Plätze gegeben. Und die haben wir uns angeschaut und gesagt, wir wollen eigentlich in dieses 100-Einwohner-Dorf Zug, in ein altes Schulhaus aus 1780, wäre das ein cooles Konzept, weil es niemand erwarten würde. Und vor allem es so viele Fragen aufwirft, dass jeder sagt, jetzt, was soll denn das? Oder ich kann doch nicht ein ganzes Lokal buchen. Weil das Verständnis der Leute, dass ich mit 2 Plätzen an einen Tisch gegangen war zur damaligen Zeit nicht da. Und wir haben aber das ganz bewusst gespielt und gesagt, jawohl, diese Diskussion brauchen wir, damit die Leute sagen, was ist das. Und dann mit tollem Essen, mit einem gesetzten Menü, es gibt nur ein Menü, man muss alles vorher zahlen, sprich, also wenn man reserviert, muss man schon bezahlen, man kann nicht erst dann auch zahlen, sondern das Ticket kaufen. Und das war 2015 natürlich ein Novum oder in Österreich, also hat das, glaube ich, überhaupt niemand gemacht und hat natürlich auch Kritik gegeben, aber wir haben ganz bewusst damit gelebt und haben gesagt, jawohl, wir brauchen diesen Diskurs in diesem Thema, damit einfach diese Aufmerksamkeit auch da wird, oder seitens der Presse, seitens der Kunden, und haben das Glück gehabt, dass dann auch die Qualität passt hat. Ja, das ist so, was weil im Romantikhotel sind wir einfach nicht. Oder wenn man so die Gruppe mal hat. Es gibt so, zum Beispiel die tollste Gruppe ist Relais und Chateau, also die bekannteste, sagen wir so. Sind halt auch sehr zum Teil konservativere, aber immer sehr auch tolle sehr Hotels. Auch Kulinarik, ja. Oder? So, und da haben wir in Lech schon Betrieb. Ja. Die Post in Lech ist das. Ja. So, dann wissen wir, können wir gar nicht dazugehen. Mhm. So, also haben wir den Romantikhotel, da gibt es die Krone schon.
den Leading Hotels gibt es welche, den gibt es in Small Luxury Hotels. So. Und wir haben für uns gesagt, was macht uns Spaß? Wo fühlen wir uns wohl? Und dann haben wir uns ein bisschen orientiert und haben gesagt, okay, Design Hotels wäre eigentlich eine Angebotsgruppe, wo wir gerne dabei wären. Wo uns gefallen hat. Quasi, wo ich Design verbunden mit guter Kulinarik, mit Authentizität, mit ein bisschen geerdet, oder? Alles so ein bisschen verbunden, wäre eigentlich was Tolles für uns. Und darum haben wir uns dafür entschieden, in die Richtung zu gehen und haben konsequent alles dann auch umgesetzt. Also bei uns ist jede Lampe ist handgefertigt, ist gezeichnet und nur für uns gemacht. Das gibt es nicht noch einmal. Also die Lampe, wo wir da sitzen drüber, oder diese Lampe, das ist ein Einzelstück. Oder? Die ist ausgeschnitten, auf den Tisch ausgemessert, das ist jedes Detail. Das heißt, lauter so Sachen, die ganzen Materialien, was wir verwenden, das ist ein wunderbarer Berg auch am Tisch. Oder? Ja. Sie sind eine traumhafte, weiß da nicht, auf der Seite. Oder? Das heißt, so haben Sie einfach Materialien, mit denen man schafft und die von tollen Architekten umgesetzt, so dass wir dieses Designhotel leben. Designhotel, gutes Essen, das sind so die zwei Parameter, wo wir glauben, dass die Rote Wand langfristig erfolgreich werden kann. Mhm. Wobei das Designhotel die Hülle gibt, wo man sich wohlfühlen soll, und die Kulinarik ist das, wo wir uns entwickeln wollen. In der Initiative von da ist eigentlich um Bewusstseinsänderung gegangen. Mhm. Ganz stark. Und zwar darum, dass im Rahmen der Tourismusstrategie Vorarlberg, die wir kamen 2020, wo man sagt, was können wir vor Ort dafür tun, um auch Teil in dieser Strategie zu sehen, und hat Regionalität. Mhm. Und ich gesagt, okay, mit von da wollen wir Partner aus der Landwirtschaft mit Partner aus dem Tourismus zusammenbringen. Ja. Und im Prinzip ist es nichts anderes wie eine Dating-Plattform. Ja. Oder Dating-Plattform heißt, wir bieten den besten landwirtschaftlichen Produzenten dieses Landes Vorarlberg die Möglichkeit. Auch Städte zum Teil jetzt schon. Ja. Also Landwirtschaft, ja, aus der Umgebung oder sogar urban mit den Hotels zu verknüpfen. Ne? Ja, und wir machen das aber ganz auf sehr Ding. Also wir laden ein die besten landwirtschaftlichen Produzenten und laden alle Köche aus der Region ein zum Kommen. Das heißt, da ist kein Publikum. Ja, okay. Kommt, sondern es kommt wirklich nur Fach. Das heißt, der Koch kommt dorthin, der Landwirt ist dort und der Landwirt sagt, lieber Koch, ich habe das Produkt. Und der Landwirt sagt, du lässt zu, wäre eigentlich ganz toll, wie viel kannst du mir liefern? Also man trifft sich auch physisch. Ja, das gibt es, ein riesen Event ist das. Das ist zuerst war das immer in der alten Postgarage und danach war das in der Bäckerei von Martin Walch, wo dann alle da kommen 40 Aussteller. Da kommen bis zu 400 Leute kommen zu besuchen, also um die 300 Köche kommen da hin. Und da geht es darum, dass man wirklich... Nicht nur aus Lech, sondern aus... Nein, das kommt aus so St. Anton auch noch und Vorarlberg zum Teil. Aber wir wollen natürlich schon, dass unsere Köche dort hingehen. Ja. Und zwar, warum? Weil der Koch kommt her kurz vor der Wintersaison nach Lech. Wie soll der wissen, wo der jetzt irgendwo eine Ente herkriegt vom Vorarlberger Landwirt? Das weiß er gar nicht, oder? Das heißt, er nimmt den Katalog bei der großen Lieferanten und stellt dort. Ja. Oder? Und um das zu verhindern, haben wir gesagt, okay, wir gründen die Initiative und das funktioniert. Also es kommt ganz stark. Das ist ein Riesenthema. Das hat uns die nordische Küche hat uns das sehr stark mit beeinflusst, aber nicht nur die nordische, weil zum Beispiel die gesamte asiatische hat ihren Geschmacksreichtum aus dieser Geschichte. Aus. Ja. Oder? Und als das hat und diese Verbindungen all dieser Küchen, oder die spannende, weil das gibt es ja im südamerikanischen Bereich gibt es, oder? Und da spürt man einfach, das sind Koch, also das sind Entwicklungen. Ja, wow, ne? Ganz genau. Und jetzt kann ich sagen, okay. Ich mache diese Methoden wieder, aber heute eine tolle Technik dazu. Mhm. Oder? Und ich verwende beides. Ich verwende diese ursprünglichen Methoden mit neuen Methoden. Und das ist das Spannende daran. Oder? Und es gibt Köche, die sagen, ich koche nicht sous vide, das ist eine Kocher. Aber es gibt Gerichte, die mit sous vide halt einfach besser sind wie anders. Und trotzdem perfekt sind. Also, das heißt, es sind nicht immer so, es gibt so... Glaubensfragen in der Küche, die einer sagen, na, es muss nur Braten werden und so Dings, es darf nichts anderes trinken. Das stimmt. Der andere kocht zum Beispiel nur auf Kohle. Ja. Und sind die besten Restaurants der Welt. Oder wenn ich heute in die nächste Paris anschaue
Oder da muss ich einfach sagen, es ist mega, das ist Traum, jedes Gericht. Aber wenn es jeder macht, ist es auch nicht mehr die Welt. Diese Spannung, das ist die Schöne und diese Vielfalt ist die Schöne und diese Ausnahmekönner auf gewissen Bereichen, das finde ich toll.